Ja, ihr Sternschnuppen, willkommen zurück zu Burnout Legends zur Fortsetzung der Bonusfolgen, wo wir beim letzten Mal wieder ein Doppel-Event hatten, und zwar eine Verfolgung. Die haben wir uns mit vielen Takedowns haben wir die gewonnen, haben die Bösewicht gesnappt. Da sind aber noch Autos verschrottet in einer Questkreuzung, die wir schon hatten, muss man da sagen. Aber nun ja, ist halt so. Und machen jetzt weiter mit der nächsten Veranstaltung der Bonusserie. Und zwar machen wir mal wieder ein Rennen. Ja, geben wir ein klassisches Rennen. Und zwar wieder mal in den USA. Und müssen wir gucken, wo wir hier hin müssen. Das läuft weiter weg, läuft weit unten. Big Surf Shores. Genau, rückwärts. Suchen wir. Rückwärts ist. Genau, die fahren wir. Und wir fahren diese auch mit einem Kompaktfahrzeug. Und zwar Kompaktkollektor 5. Mit dem fahren wir. Ja, mit dem fahren wir herum. Ja, ein Gangsterfahrzeug, ne? So ein Mafiafahrzeug. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Ja, mal wieder ein bisschen Rennen fahren gegen andere. Gegen illegale Straßenfahrer, ne? Und Straßenrennen kennt ja jeder hier. Illegale Straßenrennen. Ja, wie weiß mit unseren alten Kisten, dass sie auch konkurrenzfähig sind, ne? Würde ich mal sagen. Na, ich wollte ja wissen, leider ist ja. Ist ja keiner. Okay. Gut. Oh. Ey. Das ist ein Takedown. Hab ja keine Ahnung, was passiert ist, aber ey. So. Wir sind konkurrenzfähig, sage ich. Wir sind momentan nur Dritter, das ist natürlich nicht so gut. Oh, wo geht's denn hier weiter? Ah, ach, ich habe nicht gekriegt. Das ist halt doch kein Rennfahrzeug, ne? Ist halt nur ein Show-Off-Fahrzeug. Hahaha, volle Wegstrebung! Ja, das kriegst du direkt da. Komm da vorne, wenn man sich mit mir anlegt. Ja, genau, das auch. So sieht's aus, ne? Kommt da vorne, wenn man sich mit der Mafia anlegt. Da könntest du aus Rindfällen kommen auf der Straße. Kennt man aus jedem Gangsterfilm. Do not mess with the family. Genau, ne? Aber jetzt aus. Weißt du, ich habe Mafia-Filme oder so nie wirklich großartig gesehen. Also. Oh, was war das denn? Was das denn jetzt, weißt du? Ich habe so Mafia-Filme oder so tatsächlich nie groß gesehen. Also der Part und so kenne ich eher vom Namen nur her und halt von einzelnen Ausschnitten. Aber nicht, weil ich die gesehen hätte. Ja, ich bin ein Kunstbanau, was Filme angeht. Mein Hobby war immer Videospiele, ne? Das ist mal heute so. Ich gucke auch nicht so viel Filme. Ab und zu mal, da bin ich nicht so gut auf dem Stand, muss ich sagen. Vieles kenne ich nicht. Was hat er denn jetzt gemacht? Er hat einen Unfall gebaut. Ha! Ach, wenn das so ist. Oh. Also die Kurbelage von dem Auto ist eine Katastrophe. X? Kommt da keiner? Nee. Das war eine sehr fehlerhafte Runde, ne? Ah! Jawoll! Volltreffer, wäre cool für eine Questkreuzung. Leider nicht gut für ein Rennen. Na, nur Dritter nach der ersten Runde. Na, da müssen noch ein bisschen mehr kommen. Ah. Okay. Oh, aufpassen. Bye bye. Ich hab nur Boost 2 fällt mir gerade auf. Also was? Oh! Kurven laufen auch so eine Katastrophe. In die Kurven kannst du gar nicht. Du bremst eigentlich eher durch die Kurven. Da kommt so ein bisschen was. Oh nein. Verkehrt. Ich fahre eigentlich nur an der Leitplanke entlang. Ah, immerhin, wir sind vorne, ne? Haben jetzt unsere Konkurrenten ausgeschaltet. Die Familie ist halt überall, ne? Oh!
eine Sekunde vorne. Gott, die Strecke gar nicht so einfach, ey. So. Ah, mach keinen Mist. Da ging es wieder, da war eine Wand. Habt ihr es gesehen? Ich fahre dieses Rennen jetzt wirklich eine Katastrophe. Jetzt ernsthaft? Okay, Dankeschön. Dankeschön, ey. Ich hab's nur Boost 2. Viele Takedowns gibt's hier, aber man muss dazu sagen, das ist ja recht spektakulär, ja, dieses Rennen. Es könnte ein bisschen unspannender sein für mich. Aber for the content, ne, ihr wisst es ja. So. So. Oh, ich dachte schon wieder, ich bin da reingefahren. Aber vielleicht habe ich das überlebt. Oh, dafür wird die nicht überlebt, ey. Oh. Ich fahre in jedes Auto, ey. Und nicht in jedes, aber in fast jedes gefühlt. Meine Güte, jede Ecke, jede Kurve. Die Strecke liegt mir überhaupt nicht mit dem Auto, muss ich mal sagen. Ja. Ah. Nimm ich einfach. Nein, er hat mich überholt. Okay. Das wird spannend. Ah, er ist gecrashed hinter mir, glaube ich. Jawohl. Das war ja spektakulär, muss man sagen. War die eng. Aber haben gewonnen. Nach Takedowns gab es hier zu sehen. Ja, gab es viel zu tun. Uiuiui, haben es geschafft. Ja. Sehr schön. 2 Aufsätze Takedown, 6 Male. Ja, Spezialtechnik, weiß ich, ob es hier welche gibt, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es weiter mit der nächsten Questkreuzung. Und zwar machen wir wieder zufällig. Und zwar Compact Collector 5. Los geht's. Mal gucken, wie wir uns da schlagen werden. Und wo wir uns hier schlagen werden, natürlich. So. Gatecrasher machen wir diesmal mit dem Auto. Was müssen wir am besten fahren? Ja, wir müssen da zum Goldenen kommen und einfach rein. Das ist die Devise, einfach rein da. Das ging schon, klappte schon immer bei den Burnout Legend. Ich wusste eigentlich, dass das eigentlich ein Flugspiel ist. Bei Burnout Legend ist gar kein Rennspiel, ne? Es ist kein Konkurrent von Need for Speed, wie man sagt. Wie man damals sagte, ist eigentlich so ein Konkurrent von Ace Combat zum Beispiel, ne? Ja, falls ihr noch nicht wusstet. Ja, wir haben hier 10 Wracks bis zum Crashbreaker, falls ihr es auch noch nicht wusstet. Und ich würde sagen, los geht's. Na, der Start war nicht so gut, aber naja, vielleicht geht's ja. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Ich hab keine Ahnung gehabt, wo ich überhaupt bin. Also deswegen hab jetzt den mitgenommen. 374.000, da immer und zwei Boni geholt.
Peanuts und 4000. Naja, nehme ich mal so mit, ne? Nehme ich mal so mit dem Gatecrasher. Ist auch okay. Kann mit zufrieden sein, denke ich. Und ja, haben wieder neue Kurs aufgestellt. Dann ist so alles gut. Ja. Sehr schön, ne? Sehr schön. Und ja, sind wir am Ende angekommen von dieser Folge hier. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß damit. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen, an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, dass ihr mir folgen könnt auf Twitter und auf Facebook, um auf aktuell Stand zu bleiben. Ihr könnt beitreten, dem Discord-Server zum Quatschen, kennenlernen, Spaß haben, mitspielen, mitmachen, mitgestalten. Dort erfahrt ihr alles, was es Neues gibt und noch viel, viel mehr. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.